Ich glaube, manchmal ist es vom Spiel so vorgesehen, dass du ein bisschen rumballerst. Ich bin mir nicht sicher. Jimmy, the service elevator can take me down, but it needs a new power cell. Power cell. Let me check if we can find something on this deck. I think you may find power cells in the escape pods. I'm accessing the schematics. Yeah, the pods have independent power sources. I'm pretty sure you'll find one there. Thanks. I'll go check on that. Captain Marius ist ein toller Mann. Niemand stellt diese Tatsache in Frage. Seine Führungsfähigkeiten und Resümee sind beeindruckend. Doch ich frage mich, ob er seinem Namen noch alle Ehre macht. Er scheint nicht dazu in der Lage zu sein, irgendetwas sofort entscheiden zu können. Es ist, als müsste er für alles erstmal tagelang grübeln, bevor er eine Entscheidung trifft. Leitet er wirklich noch dieses Schiff oder sind es die Leute unter ihm? Ha. Du brauchst eine Stromzelle. Schön. Deck 1. Ja. Ich habe halt jetzt auch mega viel an Munition verballert. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ich habe noch 15 Schuss mit dem Gewehr. Es ist schon, egal ob du Pistole hast oder Gewehr hast, du brauchst unglaublich viel Munition, um die abzuknallen. Aber ganz ehrlich, halt, was willst du denn anderes machen? So, ich speichere mal hier drüber. Also ich hoffe sehr, dass das Spiel jetzt bald vorbei ist, weil mir gehen echt die Ressourcen aus. Wo sind eigentlich... Ach ja, natürlich, die Rettungskapseln sind da hinten. Klar. Kann ich nicht einfach so eine Atombombe zünden, dann ist gut. Das wäre schön, jetzt einfach so eine Atombombe zünden, die die Marines mitgebracht haben. Sicherheitszugang. Okay. Gibt es irgendwo Munition? Das wäre schön. Ich hätte gern Munition. Vorwärtssteuerung. Aha. Hier komme ich sogar rein. Warnung. Warnung vor dem bösen Mann. Hier ist wieder ein Schalter, den kann ich aber gerade nicht umlegen. Das ist einfach storytechnisch noch nicht gewollt, dass ich diesen Schalter umlege, darum darf ich es nicht tun. Wir merken uns aber einfach mal, da ist ein Schalter. Das ist total dämlich. Du kommst halt in diesen Bereich jetzt rein. Hier ist nichts. Du musst dann aber später bestimmt her und musst diesen einen roten Schalter umlegen dann. Den du jetzt aber natürlich noch nicht umlegen kannst. Weil das würde ja alles kaputt machen, dass du dann 800 Mal durchs ganze Schiff laufen musst. Was? Atombombe ist doch langweilig. Wenn, dann gleich Omega-Partikel destabilisieren. Ja. Ein bisschen extrem, aber ja, es würde helfen. Da bleibt dann wirklich gar nichts mehr übrig. Okay, also da hinten können wir noch nichts machen. Da müssen wir erstmal den ganzen Plot-Twist dann machen, dass wir da weiterkommen in der Kampagne. Ich muss jetzt zu den Rettungskapseln hinter. Ich schaue erstmal hier lang. Was hier? Nix. Aha. Da gehe ich nicht lang, da kreuchelt wieder einer rum. Den lasse ich mal in Ruhe. Bin ich hier richtig? Nö. Da könnte ich mich vielleicht verstecken. Wobei das auch Quatsch ist, du kannst dich in dem Spiel eh nicht verstecken. Du kannst nur weglaufen, weil die verfolgen dich. Egal wo du bist, die finden dich eh. Ach, eine Atombombe ist nicht übertrieben, oder was? Nö, du willst das ganze Schiff vernichten. Da braucht man schon ein bisschen was mit ordentlich Wumms. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Natürlich. Warum ist hier zu?
Ach komm, willst du mich verarschen? Das ist halt nicht dein Ernst. Das muss ich da hinten lang... Ach komm, du willst mich doch verarschen, Spiel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, das ist schon ein bisschen ätzend. Das ist schon mega ätzend einfach. Alter, jetzt mal ganz im Ernst, das ist mega ätzend gerade. Das könnt ihr selber lesen. Ich habe nämlich keine Zeit gerade. Edward mit den Scherenhänden läuft der nämlich noch rum. Ist der Einzige, den ich nicht töten kann. Aber also, das ist mega ätzend. Vor allem, du musst die ja töten, sonst kommst du halt überhaupt nicht vorbei. Die haben ja wahnsinnig Sterbeanimationen, diese Viecher. Ja, das stimmt. Kann ich nicht einfach so eine Rettungskapsel reinspringen und abhauen? Der kommt hier eh nicht rein, ne? Die Tür war ja abgeschlossen draußen. Ich würde mich echt gerne so eine Rettungskapsel jetzt einfach kauen. Vielleicht hätte ich auch einfach weglaufen sollen. Ich bin mir echt nicht sicher. Weil letztlich, egal was du halt ab einem gewissen Punkt machst, du kannst weglaufen, aber es bringt halt auch nichts, weil du rennst halt, egal wo du langläufst, du rennst halt wieder jemanden in die Quere. Aha. Aber Munition gibt's ja halt auch halt in gefühlt null. Das ist genau das Problem eigentlich. Aha. Wieso hauen wir nicht einfach mit einer Rettungskapsel ab? Jeder ist sich selbst der Nächste. Wie es so schön heißt. Wo ist jetzt die Energiezelle? Wo kriege ich denn jetzt eine Energiezelle her? Und das hast du mir empfohlen, also sowas. Das Spiel ist witzigerweise von der Atmosphäre echt gut eigentlich. Beziehungsweise war am Anfang sehr gut, es hat dann irgendwann extrem nachgelassen und irgendwann ist es nur noch, dann nur noch nervig geworden. Aber ich finde es insgesamt, finde ich es immer noch ein gutes Spiel. Ah, hier. Ah! Was? Use this to power the elevator. Ah, ich kann nur eine spezielle Energiezelle nehmen, ist klar. Kann ich zufälligerweise... So, die Frage... Oh, hier. Irgendwas stimmt nicht mit den Computern, zumindest in diesem Stock. Plötzlich gehen sie einfach an und zeigen komische Bilder und dann gehen sie wieder aus. Ich habe dies aus dem technischen Support bereits... Was? Ich habe dies dem technischen Support bereits mehrere Male mitgeteilt, doch sie scheinen mir nicht zu glauben. Sie sagen, dass es nicht möglich sei. Ja, ich weiß, dass es das nicht ist, doch ich weiß, was ich sehe. Oder auch nicht. Ich hätte gerne wieder ein bisschen Muni. Bisschen Munition habe ich noch, aber so viel ist es auch nicht mehr. Achso, von hier komme ich. Die Frage ist, geht jetzt die Tür eigentlich auf? Nee, die Tür geht natürlich nicht auf, ist klar.
Ach ja. Wäre zu schön gewesen, also wieder zurückkriechen und den ganzen Weg wieder zurück. Naja. Wenigstens haben wir alle Gegner getötet. Es dürfte hier eigentlich auf dieser Ebene, bis auf Edward, dürfte hier niemand mehr leben. Ich bin immer noch nicht glücklich mit der Entscheidung, dass ich hier alle abgeschlachtet habe. Also erschossen habe. Bin ich echt nicht glücklich. Wo muss ich hin zum Serviceaufzug? Kommt ihr hier rein? Natürlich kommt ihr hier rein, ist klar. Eben weg, Edward. Edward, verpiss dich. Ich glaube, der hat mich gehört. Okay. Habe ich hoffentlich meine Ruhe ein bisschen. Death is the only exit. Ja, die waren ein bisschen verzweifelt dann. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich hätte mir schon längst die Kugel gegeben. Ich in der Situation, ich hätte mir schon längst die Kugel gegeben. Ist was dabei? Nö. Ich würde gerne mal speichern. Da ist der Serviceaufzug. Ich gehe mal eben speichern. So. Ja, ich speichere aber auf einen anderen Speicherslot wieder. Einfach nur, weil ich, ja. Nur für den Fall, dass es eine extrem dämliche Idee war, die ganze Muni zu verballern. Was mit Sicherheit war. Aber was soll's. So. Okay. Achso. Deck 1. Na, jetzt bin ich gespannt. Ich bin echt gespannt, wer jetzt da gerade die Tür einschlägt. Vor allem bin ich ganz offen. Ich vertraue beiden nicht. Ich vertraue weder dem Jimmy noch der Naomi. Ich vertraue beiden nicht. Ich bin auf Deck 1, oder nicht? Ja. Ladebuch H3, 4. Hey, I don't mean to pressure you, but these doors are coming down. The doors are heavily armored. You won't be able to bring them down that easily. I hope not. Listen, if something happens to me... Nothing's going to happen. This will be over soon. Geh zur Kontrollkabine im Frachtraum. Frachtraum. Ersatzteillager, Ladebucht. VI-Bucht, Entlüftungssteuerung, Steuerung, Kabine. Oh, Entlüftungssteuerung. Wir müssen sie dann rausschmeißen aus dem Raum, glaube ich. Wenn hier schon eine Lüftungssteuerung steht. Dockingstation, Ladebucht H3, Lagerung. Der sieht so aus, als würde mich gleich angreifen. Was bist du? Eine Leiche. So, na, ich will jetzt mal ins Bett gehen, da ich morgen nicht frei habe. Gute Nacht, den Stream muss ich nachholen. Alles klar, Jeremy, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Kann man nicht looten hier alle, das ist total bescheuert. Was haben wir denn hier? Viele von den Viechern gibt es hier, verdammt nochmal. G6-Kanone. Ich glaube, damit kann ich die großen Viecher platt machen.
Drink aufnehmen. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier gibt es 3 Speicherpunkte, das ist schon krass hier. Aha. Dockingstation. Ich bin mal feig, ich fahre nochmal nach oben. Boah, Alter. Das ist echt eine... Das kann nicht wahr sein. Jetzt sind die wieder gespawnt hier oben, oder was? Alter, wenn die hier oben jetzt wieder gespawnt sind, ne? Dann raste ich aber aus. Weil das wäre echt fies. Das wäre nicht nur fies, das wäre mega arschig, wenn die einfach wieder respawnen, die Monster. So, ich speichere nochmal eben, weil ich das Gewehr genommen habe. Das Problem ist, du hast von dem halt auch nicht unendlich Munition. Okay. Ich will eben was gucken. Werkzeug, wo ist denn das hier? Ach so. Okay, ist ein Granatwerfer. Ist ganz trollig, aber wird mir nicht viel bringen. Muss ich eigentlich hin? Ich muss zur Ladebucht bestimmt. Looten kann man die alle nicht, die haben alle nichts dabei. Da komme ich vermutlich nicht vorbei. Was ist das hier? Das sieht irgendwie nicht so aus. Das sieht nicht so aus, als würde es dahin gehören. Sieht nicht mal ansatzweise. Das sieht, glaube ich, aus, als wäre das der Ursprung dieses Alien-Organismus. Unless I find a tank, I'm not going through. Was? Was? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich muss mal auf die Tür gucken, was das war. Das war irgendeine Selbstschussanlage. Ladebucht H4. Okay, Ladebucht ist schon mal interessant. VI-Bucht. Unless I find a tank, I'm not going through this way. Hä, was schießt denn da auf mich? Ach, das sind Selbstschussanlagen. Okay. Ich wollte nur wissen, was da jetzt mal ist. Ich dachte mir so, hä, was ist denn da? Okay, gut zu wissen. Geh zur Kontrollkabine im Frachtraum. Die Frage ist, wo ist denn der Frachtraum? Ladebucht H4, Dockingsteuerung, Docking, VI-Bucht, Serviceaufzug, Lagerung.
Dockingstation. Ich weiß nicht, wo die Ladebucht ist. Was ist denn die Ladebucht hier?